Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Cyberport Unboxing. Heute haben wir das Samsung Galaxy S7 Edge im Karton, den Nachfolger des heiß gehandelten S6 Edge. In der Verpackung haben wir zunächst das S7 Edge selbst. Daneben gibt es noch ein Netzteil mit USB-Kabel, einen USB-on-the-go-Adapter, ein SIM-Kartentool und ein Headset sowie mehrere Bedienungsanleitungen. Das auffälligste Merkmal bilden die zwei abgerundeten Displaykanten, die wir schon beim Vorgänger bestaunen durften. Beim S7 Edge sind die Rundungen allerdings noch etwas verfeinert worden. Das Smartphone liegt daher äußerst angenehm in der Hand. Auch die Materialwahl und die Verarbeitung machen einen sehr positiven Eindruck. Rück- und Vorderseite unseres Testgeräts bestehen nämlich aus Gorilla Glass 4 und der Rahmen aus robustem Aluminium. Das Display des S7 Edge ist 5,5 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Über dem Bildschirm haben wir die Hörmuschel, eine 5 Megapixel Frontkamera und die Benachrichtigungs-LED. Unterhalb des Displays wurde der physische Homebutton platziert, der gleichzeitig als Fingerabdruckscanner fungiert. Wie beim S6 Edge wird das Gerät rechts eingeschaltet und links die Lautstärke geregelt. Die Rückseite hält eine 12-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz bereit. Die Hauptkamera wird zudem durch den sogenannten Dual-Pixel-Sensor unterstützt. An der Unterseite wird das Gerät via Micro-USB-Port aufgeladen. Links davon befindet sich außerdem die Audiobuchse. Rechts haben wir noch ein Mikro und den Lautsprecher. Die Oberseite bietet uns den lang ersehnten Micro-SD-Karten-Slot inklusive SIM-Karteneinschub. Direkt daneben haben wir ein zweites Mikro. Das war schon das Unboxing zum Samsung S7 Edge. Wer mehr erfahren will, schaltet zum Testbericht wieder ein.